Mein Name ist Andreas Nolte. Ich bin hier bei SMA im Logistikzentrum Head of Maintenance and Technics. Also ich bin zuständig für die Wartung und Instandhaltung sowie auch für die Beschaffung von Equipments, also auch für unsere Flugförderzeuge. SMA produziert Wechselrichter für Großanlagen wie auch für kleine Anlagen. Wir sind seit über 30 Jahren im Markt vertreten und weltweit auch am Markt vertreten. Also wir sind immer bestrebt, natürlich innovative Techniken aufzugreifen und auch bei uns zu implementieren. Und für uns war das natürlich ein Vorteil, dass Lindig auf uns zugekommen ist und hat gesagt, wollt ihr das bei euch mal testen? Und den Ball haben wir aufgenommen und haben gesagt, ja, wir sind da bereit zu, neue Techniken und Innovationen auch zu treiben und zu führen und haben uns dann dafür diesen Test auch entschieden, das bei uns zu machen. Also wir gehen grundsätzlich an solche Neuerungen erwartungsfrei ran, weil wir wussten ja noch nicht, was erwartet uns in groben Zügen und deshalb auch sehr offen an die Sache gegangen, um dann auch neutral das auch bewerten zu können. Ja, der Test war positiv und zufriedenstellend. Wir haben intensiv getestet in Abstimmung mit Lindig, auch immer vor Ort, haben uns viel ausgetauscht. Und insgesamt war der Test so positiv, dass wir dann auch uns entschieden haben, diese Technik bei uns einzusetzen und langfristig einzusetzen. Also bei uns haben da mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Zum einen haben wir schnell gesehen, dass wir die Mitarbeiter entlasten, weil dieser statische Batteriewechsel einfach wegfällt. Die Batterie verbleibt im Fahrzeug und der Mitarbeiter lädt das Fahrzeug im Prozess während der Arbeit und ist so schon mal entlastet. Wir haben eine höhere Umschlagshäufigkeit, weil die Fahrzeuge einfach dauerhaft im Betrieb sind. Wir haben jetzt aktuell mit der letzten Ausbaustufe 7 Geräte und werden natürlich die Techniken noch weiter auf die anderen Geräte, sofern dann Lindig das anbietet, auch adaptieren. Nein, überraschende zusätzliche positive wie auch negative Effekte hatten wir nicht. Einfach positiv, dass der Mitarbeiter diesen Batteriewechsel nicht mehr hat, das Fahrzeug immer einsatzbereit ist. Wir haben Wartungsfreiheit bei den Batterien, sodass das für uns auch noch ein Fürsprecher war. Sehr positiv, also das leidige Wechseln der Batterien mit Wasser befüllen, säubern und so weiter, fällt weg gänzlich und die Mitarbeiter würden heute nicht mehr freiwillig zum alten System wechseln wollen. Ja, über den kompletten Prozess haben wir natürlich sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben getestet, haben auch immer das Feedback unserer Tests, unserer Erfahrungen auch weitergegeben. Und so wurden auch kleinere Mängel im Vorfeld schon abgestellt. Und wir waren eigentlich sind immer noch im engen Kontakt und auch weiterhin lösungsorientiert an kleinen Fehlern, sofern sie auftreten, arbeiten zu können. Es gab kleinere Kinderkrankheiten mit dem Handling. Natürlich mussten die Mitarbeiter sich erstmal an das neue Handling gewöhnen. Aber durch vereinzelte Software-Updates wie auch Nachbesserungen an der Technik waren das eigentlich marginale Kinderkrankheiten, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Wir schaffen jederzeit wieder an und auch in Zukunft schaffen wir weiter an. Bei Lindig ein zuverlässiger Partner.